In 13 Tage spielen wir die Kuba-Krise von 1962 nach. In dieser Krise stand die Welt am Abgrund und war so nah an einem Nuklearkrieg wie noch nie zuvor oder danach. Die USA hatten in Italien und der Türkei Mittelstreckenraketen stationiert und damit eine Bedrohung zur UdSSR aufgebaut. Nach der Kuba-Revolution mit Fidel Castro an der Macht wandten sich diese von den USA ab und der UdSSR zu. Dies ermöglichte der UdSSR Raketen dort zu stationieren und so auch die USA zu bedrohen. Als die USA vom Bau erfuhr, begann die Krise, welche die Welt für 13 Tage in Atem hielt. In diesem Spiel versuchen die Spieler als Kennedy oder Khrushchev die Geschicke ihrer Weltmacht zu leiten, ohne in den Weltkrieg zu rutschen und aus der Krise als der Spieler mit den meisten Ansehen in der Öffentlichkeit herauszukommen. Legt das Spielbrett bereit und entscheidet, welcher Spieler die USA und welcher die UdSSR spielt. Der USA-Spieler nimmt die 17 blauen Einflusssteine und die 3 blauen Agendamarker. Der UdSSR-Spieler das gleiche in Rot. Legt je einen USA-Einfluss auf Italien und die Türkei, sowie je einen UdSSR-Einfluss auf Berlin und Kuba, wie auf dem Spielbrett markiert. Platziert den Ansehenmarker und den Rundenmarker auf ihren Ausgangspositionen. Die 3 USA und die 3 UdSSR DEFCON-Marker kommen auf die markierten Startfelder der DEFCON-Skalen. Legt die 13 Agenda-Karten und die 39 Strategiekarten, die ihr vorher gut mischen solltet, jeweils als verdeckten Stapel neben dem Spielfeld bereit. Schließlich erhält der USA-Spieler noch den persönlichen Brief und legt ihn offen vor sich aus. Auf dem Spielfeld gibt es 9 umkämpfte Gebiete. 3 politisch umkämpfte, 3 militärisch umkämpfte und 3, in welchen um die öffentliche Meinung gerungen wird. Zu jedem dieser 3 Bereiche gibt es eine DEFCON-Skala. DEFCON 5 bedeutet Frieden. Wir beginnen die Krise schon mit DEFCON 3. Sollte am Ende einer Runde ein Spieler einen DEFCON-Marker im DEFCON 1-Bereich oder alle 3 seiner DEFCON-Marker im DEFCON 2-Bereich haben, hat dieser Spieler einen Weltkrieg ausgelöst und verloren. Ein solcher Weltkrieg kennt nur Verlierer, aber der andere Spieler kann sich wenigstens als der moralische Sieger fühlen. Wenn wir 3 Runden ohne einen Weltkrieg durchhalten, gewinnt der Spieler mit dem meisten Ansehen. Wie erhalten wir Ansehen? Wir erfüllen die Agenden, die wir uns setzen, indem wir die entsprechenden Bereiche dominieren. Es gibt Agenten für umkämpfte Gebiete. Ein umkämpftes Gebiet dominiert der Spieler, der mehr Einflusssteine auf diesem Gebiet hat als sein Gegenspieler. Der Spieler erhält ein Ansehen für jeden Einflussstein, den er mehr hat als der Gegenspieler. Es gibt auch Agenten für die DEFCON-Skalen. Eine DEFCON-Skala dominiert der Spieler, der eine verschärftere DEFCON-Skala hat, also mit seinem DEFCON-Marker weiter oben steht. Er erhält ein Ansehen für jeden Schritt, den seine Skala verschärfter ist als die seines Gegenspielers. Aber beachtet, wenn eine DEFCON-Skala-Agenda gewertet wird, werden alle Marker in ihrem DEFCON-2-Bereich verschärft. Die Krise verschärft sich. Und wie bringen wir Einflusssteine ins Spiel oder arbeiten auf den DEFCON-Skalen? Hier kommen die Strategiekarten ins Spiel. Jeder Spieler erhält in jeder Runde mehrere zufällige Strategiekarten und kann immer eine ausspielen, wenn er am Zug ist. Er kann jede Karte für ihre befehligen Aktionen spielen. Dafür setzt er bis zu der auf der Karte angegebenen Anzahl an Einflusssteinen auf ein umkämpftes Gebiet seiner Wahl. Dafür verschärft sich aber die mit dem Gebiet verbundene DEFCON-Skala um einen Schritt für jeden Stein nach dem ersten. Also zum Beispiel um 2 Schritte bei 3 Einflusssteinen. Beachtet bitte, dass jeder Spieler nicht mehr als 5 Einfluss in einem umkämpften Gebiet haben kann. Ein Spieler kann aber für die befehligen Aktionen auch bis zu der angegebenen Anzahl an Einflusssteinen aus einem Gebiet wieder herausnehmen. Dafür entspannt sich die entsprechende DEFCON-Skala wieder, und zwar um einen Schritt weniger als Einflusssteine entfernt wurden. Hier kommt der persönliche Brief ins Spiel. Wenn der Spieler, der den persönlichen Brief hält, diesen an seinen Gegenspieler abgibt, kann er seine befehligen Aktionen um 1 aufwerten. Mit einer entsprechenden Karte kann er also sogar bis zu 4 Einflusssteine platzieren oder entfernen. Alternativ zum Befehligen kann ein Spieler eine Strategiekarte seiner eigenen Supermacht oder der Vereinten Nationen auch immer für das Ereignis spielen. In diesem Fall führt er dieses einfach entsprechend dem Kartentext aus. Sollte dabei ein DEFCON-Symbol auf der Karte sein, kann das Ereignis einen Einfluss auf eine DEFCON-Skala haben.
Ohne das Symbol hat es das nicht. Sollte ein Spieler eine Strategiekarte für die andere Supermacht ausspielen, so gibt er diese seinem Gegenspieler, der sich entscheiden darf, das Ereignis zu spielen oder darauf zu verzichten. Danach darf der Spieler, der am Zug ist, regulär die befehligen Aktion ausführen. Ablauf einer Runde. Wir spielen über 3 Runden. In jeder Runde verschärfen wir zunächst alle DEFCON-Skalen, auch in der ersten Runde. Danach werden die Agendakarten gemischt. Jeder Spieler erhält 3 Agendakarten und markiert diese auf dem Spielbrett. Durch das Platzieren der Agendamarker kann man Schlüsse auf das Ziel des Gegenspielers ziehen. So kann man seinem Gegenspieler den Ansehensgewinn streitig machen oder gezielt bluffen und so die eigene Agenda erfolgreich umsetzen. Dann wählt jeder Spieler eine seiner Agendakarten aus und legt diese verdeckt ab. Dies ist die Agenda, die er versucht in dieser Runde zu erfüllen. Werft die jeweils beiden anderen Karten verdeckt zurück auf den Stapel. Nun erhalten beide Spieler 5 Strategiekarten und spielen abwechselnd eine davon aus, wie vorhin beschrieben. Der Spieler mit dem geringeren Ansehen entscheidet, wer anfängt. Im Falle eines Gleichstands entscheidet der UdSSR-Spieler. Wenn beide Spieler nur noch eine Karte auf der Hand haben, werden diese bei Nachwirkungen verdeckt abgelegt. Anschließend werden die 3 Gebiete der öffentlichen Meinung ausgewertet. Der jeweils dominierende Spieler erhält einen Bonus. Auf Fernsehen darf er eine seiner DEFCON-Skalen um einen Schritt verschärfen oder entspannen. Bei den Vereinten Nationen erhält er den persönlichen Brief, egal wer ihn gerade hat. Bei Bündnisse darf der Spieler sich nun die oberste Strategiekarte vom Stapel ansehen und entweder verdeckt zu Nachwirkungen legen oder offen abwerfen. Schließlich werden die Agendakarten ausgewertet. Bedenkt, dass es egal ist, wer die jeweilige Agendakarte ausgespielt hat und beide Spieler die Möglichkeit haben, Ansehen dafür zu erhalten. Die Ansehensgewinne werden gegeneinander aufgewogen. Das Ansehen eines Spielers kann am Ende der Wertung nicht mehr als 5 betragen. Nehmt nun die beiden gewerteten Karten aus dem Spiel und die Agendamarker wieder vom Spielfeld zurück zum jeweiligen Spieler. Der persönliche Brief ist eine Ausnahmeagenda. Wenn diese ausgewertet wird, erhält der Spieler, der den persönlichen Brief besitzt, genau 2 Ansehen. Als letztes überprüfen wir, ob ein Spieler einen Nuklearkrieg ausgelöst hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so gehen wir in die nächste Runde. Schiebt also den Rundenmarker ein Feld weiter. Sollte er nun auf dem N stehen, ist die dritte Runde beendet und wir prüfen final die Nachwirkungen. Alle Karten im Nachwirkungsstapel werden aufgedeckt und nach Seite getrennt sortiert. Der Spieler, der mehr Einflusssymbole auf den Karten seiner Seite hat, erhält nochmals 2 Ansehen als Bonus. Wer nun das meiste Ansehen genießt, hat 13 Tage gewonnen. Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der Spieler, der den persönlichen Brief hat. Für weitere Details, Beispiele und den historischen Hintergrund zum Spiel solltet ihr einen Blick in das beiliegende Regelheft werfen. 13 Tage. Ein Spiel von Daniel Skjold-Pedersen und Ansgar Harding-Gannerud. Erschienen bei Frosted Games.